grüße euch, liebe 1000 PS-Freunde. Wir haben uns hier eingefunden in der Hohen Wand beim Kohlrüsal-Haus. Und wir haben ein paar Neuzugänge, links und rechts von mir, in der A2-Fraktion. Und damit ihr ein bisschen wisst, wer da eigentlich so zu sehen ist vor der Kamera, werden sich die zwei einmal ein bisschen vorstellen. Rechts von mir sitzt der Tom. Servus, Tom. Grüß dich. Erzähl uns ein bisschen was von dir. Wo bist du her? Wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Also ich komme aus Oberösterreich, Neulinz, und zum Motorradfahren bin ich gekommen, Jugendzeiten, Moped gefahren, und dann war es für mich klar, dass ich mir ein Motorrad kaufe. Und letztes Jahr wollte ich mit meinem Vater auf Motorradtour machen, eine Vater-Sohn-Tour nach Italien, aber die war vor 40 Jahren gefahren ist, und deswegen habe ich mir dann gedacht, letztes Jahr gleich passt, kaufst du gleich wieder eine Maschine und fährst ein Motorrad. Na super, und welches Motorrad ist es dann geworden? Bei mir ist die Ninja 250R, die Special Edition One. Na super, also quasi eine Tradition in der Familie, sozusagen die Nostalgie-Tour vom Vater. Und Horvath, du hast ja für uns auch schon einen Test gemacht. Erzähl vielleicht auch ein bisschen was von dir, wie du so dazugekommen bist. Genau, ich habe schon einen Test für euch gemacht in Spanien. Ich komme aus Ebrisdorf, habe nie wirklich ein Moped gehabt, das haben die Eltern damals nicht erlaubt. Aber dann mit 18 haben sie gesagt, gut, jetzt bist du erwachsen, mach was du willst. Gleich ein Motorrad gekauft, Führerschein gemacht. Und in meinem Fall wurde es eben die Honda CB500F. Na, sehr gut, dass du dich da durchsetzen hast können. Und ihr seid jetzt beide an der Kippe zum offenen Führerschein. Ihr habt sie jetzt noch der A2-Klasse. Mhm. Gibt es da schon Pläne bei euch, was es als nächstes wird? Was wirst du dir zulegen oder bleibst du noch bei deiner Honda? Naja, ich bin Student, Geld ist knapp, wissen wir eh, wie es ist. Also ich muss schauen, wenn es mit dem Geld klappt, werde ich mir in ca. 2-3 Monaten eine Honda CBR 600 Doppel-R kaufen. PC 37, 2006er Baujahr circa. Aber ich will halt doch mehr Leistung, als ich jetzt habe, mit den 48 PS. Ja, so soll es sein. Wirst schon die richtige finden, hoffentlich. Wie schaut es bei dir aus? Hast du schon Pläne? Bei mir wird es der große Bruder werden. Die Ninja 600 soll es werden. Welche genau, weiß ich noch nicht, das überlegen wir noch zuerst. Aber mal schauen, was kommt. Na, sehr gut. Und bis dahin werden wir noch fleißig A2-Motorräder testen. Wir werden jetzt einige Serien machen mit Vergleichstests. Starten werden wir mit der R3 gegen die CB500R. Und ja, schaltet es ein, schaut es euch an.